Niemand hatte das vorher geahnt, dass die Pershing-Einheit hier nach Baden-Württemberg kommt. Es waren ja drei Standorte: Mutlangen, dann Neu-Ulm und Heilbronn. Und eines davon war dann in Mutlangen und in Schwäbisch Gmünd war dann auch der Standort der Brigade, sodass wir da fast 10 Jahre viel beschäftigt waren, kann man wohl mal sagen, ne? Wann schwante Ihnen das denn so zum ersten Mal, dass Sie gemerkt haben, oh, hier passiert gerade was, hier wird die Ordnung, wie wir sie kannten, aus den Angeln gehoben? Ja, das ging eigentlich los, als bekannt wurde, dass Mutlangen die Raketen bekommt. Dann hat die Friedensbewegung schon angefangen, sich zu formieren. Die haben auch schon so Trockenübungen gemacht da oben, nicht? Haben also geübt, wie man sich von der Polizei wegtragen lässt, wie man also vermeidet, dass man einen Gummiknüppel vielleicht auf den Kopf bekommt. Und diese Trockenübungen haben die also schon einige Wochen vorher gemacht, bevor die Raketen dann gekommen sind. Da wussten wir, was auf uns zukommt. Dass das aber dann solche Ausmaße annimmt, das konnte man damals auch noch nicht ahnen.